Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agelos. Und ihr denkt euch jetzt, hä, Agelos? Aber das ging doch letztes Mal nicht. Und ja, es ging wirklich nicht. Ich habe in den Steam-Bibliotheksordner reingeguckt und da waren tatsächlich ein paar Dateien für Agelos. Da kann man sogar einstellen, wie viele Herzen und so man hat. Ich habe da ein bisschen rumprobiert und also man kann auch einstellen, welche Rüstungen man so hat. Und dann dachte ich einfach, ich bin schlau und sage, ja, beim letzten Speicherpunkt sage ich einfach, yo, ich habe schon diese fünfte Rüstung. Aber dann ging einfach gar nichts mehr. Das heißt, ich musste das Spiel löschen. Also ich habe die Daten hier gelöscht. Hier hat dann alles rumgeleckt, weil ich da was verändert habe. Und keine Ahnung, alles blöd. Es gibt auch leider keinen Trainer für dieses Spiel. Dass man da irgendwie cheaten hätte tun können. Und jetzt musste ich das halt nochmal von Anfang an spielen. Brauchte jetzt nochmal eine Stunde 20 Minuten, um genau dahin zu kommen, wo ich jetzt schon bin. Bin trotzdem dreimal gestorben, wie man da anscheinend sieht. Und bin Level 8. Also ich glaube, mein Level ist weiter unten als beim ersten Speicherpunkt. Aber ja, es funktioniert zumindest. Ich bin jetzt hier wieder genau an derselben Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und hab auch diese komische Rüstung. Ihr seht, ich verliere keine Leben. Also ja, was sonst? Ich habe noch eine Sache bekommen. Und zwar, wenn ich jetzt hier speichere, das funktioniert jetzt inzwischen auch wieder, dann kann ich mich teleporten. Ich habe nämlich so eine komische Feder gefunden. Und jetzt kann ich mich überall hin teleporten. Hätte ich diese Feder schon gehabt beim letzten Mal, dann gäbe es gar keine Probleme. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich war. Vira-Vulkan, genau. Abbrechen. Ich will hier gar nicht hin. Muss ich mich jetzt irgendwo hin teleporten? Na gut. Ja, also die haben wir jetzt auf jeden Fall auch gefunden. Die war im Wasser drin. Irgendwo rechts war Atlanta. Hat auch eine Frau schon gesagt gehabt. Aber in so einer komischen Stadt. Hier ganz oben, rechts neben. Warte, man kann da draufstehen. Ups. Neben dem Vulkan, da war ja so eine Stadt und da hat auch ein NPC gesagt: Ja, hast du schon diese komische Feder gefunden? Die ist voll toll und so. Und ja, die ist tatsächlich sehr toll. Ich mag die sehr. Ich glaube, ich komme da nicht rüber, oder? Egal. Ja, kurz Damage Boost überall mitnehmen. Passt schon, Leute. Hauptsache, wir kommen hier rüber. Oh, das sieht aber strange aus. Hier ist bestimmt schon der nächste Boss, oder? Ach nee, das hier... Warte. Ach, hier ist erst der Dungeon. Okay, Moment. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz rechts gucken. Denn vermutlich kriegen wir hier noch irgendeine coole Sache. Ja, der Besuch ist gerade auch weg. Falls ihr euch das fragt. Der... Oh Gott, ich habe wieder gar keine Leben, ne? Ein Glück ist ja so ein Speicherpunkt. Genau, Besuch ist weg, aber der kommt dann Freitag wieder. Heute ist Dienstag, glaube ich. Ist heute Dienstag? Ja, heute ist Dienstag. Der Aaron ist nämlich nicht im Kindergarten. Das heißt, heute muss entweder Dienstag, Mittwoch oder Freitag sein. Nee, Dienstag, Donnerstag oder Freitag. Oh, daran merke ich das immer. Ob mein kleiner Hundi da ist oder nicht. Alter! Okay, der ist ja super nervig. Ich komm nicht klar auf diese komischen Viecher hier. Aber ja, das zeugt auf jeden Fall davon, dass mir das Spiel gefällt. Sonst würde ich das nicht von Anfang an nochmal neu spielen. Oh nein! Oh nein! Wie war das denn nochmal? Ich glaube links, rechts... Nee, also links, rechts, links... Nee, rechts, links, rechts... Dann nochmal rechts... Und dann nach unten war das, glaube ich, ne? Nein, jetzt bin ich einfach hier nochmal, das ist doch richtig dumm. Und ich weiß nicht mehr, wie es ging! Also man muss auf jeden Fall zweimal nach rechts. Rechts, links, rechts... Vielleicht, weil ich das resetten hätte tun müssen? Dann rechts und jetzt nach unten. Ja. Oh, und da komme ich aber trotzdem nicht rüber, Leute. Ich wüsste nicht wie. Also ich kann natürlich meine Blubberblase hier machen. Und dann kann ich mich da rüber dützen lassen. Aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Nicht mal mit dieser komischen Attacke hier. Und da hier kein Wasser ist, kann ich auch nicht einfach da hoch wobbeln. Oh Gott, ich bin sehr gespannt, wer der Boss wird im komischen Dungeon. Ich bin sehr gespannt, wie der aufgebaut ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier sehr viel assiges Zeug ist. Okay, die Viecher sind da auf jeden Fall... Weil alle Gegner, die ich bisher gesehen... Lol, okay, cool designt auf jeden Fall. Alle Gegner, die ich so gesehen habe in... diesem Vulkan... sind bisher alle relativ assig gewesen, möchte ich meinen. Kann man sehr schlecht ausweichen. Irgendwie so ein Wasserschwert wäre ganz cool, oder? Dass man die irgendwie besser kaputt machen kann oder sowas. Aber ja, es hat mir auch sehr geholfen, dass ich das alles normal machen musste. Also der zweite Boss, dieser Wasserboss, der ging... Da oben ist eine Kiste. Der ging sehr viel einfacher. Wie soll ich da denn jetzt rüberkommen? Muss ich da meine Blubberbläschen-Attacke einsetzen? Also bei dem bin ich trotzdem einmal gestorben, aber beim zweiten Versuch ging das dann halt trotzdem ganz gut. Hui, okay, tatsächlich mit der Blubberblase. Finde ich gut, dass man immer wieder auch Sachen benutzen muss, die man davor gelernt hat. Okay. Nicht so nett. Okay, was ist passiert? Ist das jetzt... Ah! Okay, ich glaube, man kriegt hier dann noch einen Boomerang, damit man hier wieder rausgehen kann. Wir haben jetzt die roten Dinger hier umgelegt und die blauen auch. Kommen wir da dann jetzt wieder hoch?
Was müssen wir denn jetzt machen? Vielleicht irgendwie so? Ja. Aber ist das wirklich so geplant, dass man hochhüpft und dann diese komische Fähigkeit einsetzen muss? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber anscheinend doch. Die sind süß. Die machen süße Geräusche. Geht denn? Ah, okay. Also wir können da hoch, wir können auch erstmal hier links gucken, ob hier irgendwas ist. Da ist der Boss, okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier stehen bleiben. Das aktivieren und dann hier hoch. Und während wir hier hochgehen... Nee, was? Ist jetzt hier links vielleicht irgendwas neu? Da kann man auf jeden Fall nicht vorbei. Das sind auch keine Fenster, durch die man durchgehen kann. Wir können halt hier hoch. Aber hier ist auch zu. Heißt, wir müssen auf jeden Fall das Ding da unten aktivieren. Aber während wir noch hier oben sind. Wie soll das denn gehen? Habe ich irgendwas verpasst? Was bringt mir das denn, da oben hinzugehen? Dann falle ich doch auch nur hier durch, oder? Was ist denn da oben eigentlich? Da ist doch nichts. Warum sollte ich das denn... Hä? Warum sollte ich das tun? Wenn ich den aktiviere, dann ist hier zu. Ah, von oben kann ich wahrscheinlich durch das rote Ding durchfallen und dann falle ich nach unten. Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall lang. Aber... Dann denke ich einfach mal... Okay, hat funktioniert. Irgendwie so, dann können wir hier runterfallen und jetzt sind wir hier. Okay, ich finde das aber cool, dass man tatsächlich auch die Fähigkeiten aus älteren Leveln noch verwenden muss. Und dass man hier jetzt nicht die ganze Zeit nur Feuerattacken oder so machen muss, sondern tatsächlich alles machen muss. Ist schon ein cooles Game Design, muss ich sagen. Also mir gefällt das Spiel auf jeden Fall sehr gut, auch wenn es halt gar keine Views einbringt. Und anscheinend gucken das, also ja doch, so 20 Views oder was bekomme ich. Aber es kriegt keine Likes, keine Ahnung. Könnt mir ja aber sagen, ob euch das Spiel gefällt. Ich weiß, dass... Also meine Stammzuschauer hier, Nicole und kann man denn da unten nennen? Und der Kloxen gucken das auf jeden Fall da auch nochmal. Danke an euch. Aber ich würde es wahrscheinlich auch spielen, wenn ich gar keine Views bekomme. Einfach, weil ich das Spiel mag. Ja, was sonst? Aaron ist auf jeden Fall recht glücklich darüber. Wir haben jetzt einen Schlüssel, ne? Dass das kleine Kind jetzt weg ist. Für ein paar Tage zumindest. Weil der hatte irgendwie mega Angst vor diesem Kind. Der hat auch ein paar Mal nach ihr geschnappt. Nicht so richtige Schnappen, aber so... Halt, hör auf mich zu nerven. Keine Ahnung, irgendwie er hatte Angst vor dem kleinen Kind, immer wenn er so rumgetrappelt ist. Und ich glaube, er mochte es einfach nicht, dass das Kind so unberechenbar war, glaube ich. Das hat ihm nicht so gefallen. Die Tür war hier unten. Ach du Kacke, kann bitte mal irgendwas kommen, das mich heilt oder so? Oh, ja, genau. Ist klar, kommt ihr einfach von beiden Seiten hier an. Wo starte ich jetzt? Achso, ich glaube, das ist auch kaputt gegangen, weil ich ja dieses Continue hier gedrückt habe. Dann hat er ja diesen Death Counter schon einen hochgesetzt und dann bin ich ja rausgegangen, um halt ein bisschen zu cheaten, dass ich mir nicht immer die Dinger da kaufen muss und immer zurücklaufen muss, bla bla. Und ich glaube, da das Spiel irgendwie in zwei Dateien die Sachen speichert, also in einer Datei steht irgendwie drin, wie oft man gestorben ist und so, welche Rüstung man hat, welche Speicherpunkte man hat, das ist super assig hier, und sowas drin. Aber in einer anderen Datei steht genau dasselbe nochmal drin, nur... Wieso kommen hier so viele dieser Viecher? Nur noch mehr. Ich weiß nicht. Die haben wahrscheinlich was miteinander zu tun. Und ich glaube einfach, dass der da nicht klargekommen ist. Also der hat dann vielleicht in eine Datei die Sachen reingeschrieben, die ich gemacht habe, nachdem ich Continue gedrückt habe. Und in der anderen Datei war halt, was nach dem Continue passiert ist. Und dann hat er sich irgendwie... Der sieht übrigens auch mega cool aus, wie so ein Sandan. Das Pokémon. Ja, dann hat er sich da vielleicht irgendwie aufgehangen, keine Ahnung. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es daran lag. Also wenn ihr das Spiel spielen solltet, dann nicht cheaten, Leute. Ich werde das auch nicht mehr tun. Selbst wenn das heißt, dass ich dann ab und zu mal weiterlaufen muss. Ich kann es ja rausschneiden für euch, also für euch ist das sowieso kein Nachteil. Aber für mich halt, das dauert dann alles mehr Zeit. Wie viele Leben hat der bitte? Der tötet mich auch locker noch. Blubberattacke! Okay. Blubberattacke. Ja, oh Gott. Der hat ja übelst viele Leben, dieses Sandan. Oh Gott, ich verliere hier all meine Leben. Ja, 5 Tode. Eigentlich 6, Leute. Eigentlich 6. So, next try. Die sind aber auch böse. Kann man da oben rein? Da, wo die draufstehen? Meint ihr, das sind Türen? Nee, sind's nicht. Okay. Ist der Sandan jetzt wieder da oder war das nur ein Special-Gegner gerade? Das sind keine Türen? Jetzt wirklich nicht? Nee, bin ich auch viel zu klein für. Viel zu groß für. Nee, der ist immer noch da. Oh Gott. Ich glaube, das ist hier ultra assig im Vulkan. Ich komme hier irgendwie gar nicht klar. Will ich diesen Sandan denn überhaupt auch töten? Einmal probier's, glaube ich, noch.
Kann man den irgendwie triggern, dass er nie diese Attacke macht? Das wäre gut. Oh, stirb. Ich habe schon eine höhere Reichweite mit meinem komischen Ding hier, aber irgendwie... Seine einzige gute Attacke ist auch tatsächlich die. Seine Rollerattacke. Ansonsten ist er eigentlich recht einfach. Guck mal, er trifft uns halt nicht mehr. Wir haben eine höhere Reichweite als er mit seinen Krallen. So, jetzt wird er wieder... Nee. Okay, ich glaube, das ist random, oder? Wann er seine Rollerattacke macht. Ja, wir haben ihn besiegt. Haha. Easy. So, jetzt du doch hier. Die sind super hassig, ich mag das alles hier nicht. Wenn die mal so random angreifen. Okay, wir haben diesen Raum geklärt. Das ist super dumm, weil er ist jetzt sowieso wieder da, oder? Ja. Toll, hätten wir gar nicht machen müssen. Was ist da oben? Weiß man nicht so genau. Kommen wir auf jeden Fall gerade noch nicht hin, glaube ich. Oh Leute, meint ihr, wir müssen das Lava, den Lavaspiegel anpassen? Und dass wir da dann durchschwimmen können, weil wir irgendeine Rüstung bekommen oder sowas? Die macht Hilfe. Dass wir so gar keinen Schaden mehr davon bekommen. Okay, schon klar, was ich hier machen muss. Okay, das hat nicht funktioniert. Mann! Muss ich das wirklich mit Magie machen? Ach, das ist ja super... Ich muss da oben rein. Und währenddessen da drin stehen. Das ist doch ultra assig. Okay, und wie komme ich jetzt daran? Fehlt mir nicht noch irgendwas? Irgendwie ist das alles komisch. Trifft das da unten? Ja, aber ich bin jetzt nicht gehüpft. GG, und jetzt habe ich nicht mehr genug für irgendwas. Wie kann ich denn machen, dass das erst nach einer Zeit aktiviert wird? Irgendwie, ich habe das Gefühl, mir fehlt wirklich noch irgendwas. Ich muss das doch auch aktivieren können ohne Magie. Ah, Leute, guck mal, ich kriege auch Magie, wenn ich das Ding angreife. Okay, das ist interessant. Dann wird das wahrscheinlich doch mit Magie sein. So, wir stellen uns hier oben hin. Warte, wir machen das von hier. Nee, okay. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Energie, warum auch nicht? Eine Kacke hier. Mann. Okay. Ich mag diesen Dungeon gar nicht. So. Von hier oben hat man das auf jeden Fall getroffen. Und dann da hoch. Ist doch gar nicht so schwer. Boah, was ein Kack-Dungeon. Ich mag ihn nicht. Das knallt dagegen. Ja, super. Aktivieren. Dann hier hoch. Dann da hoch. Okay, das funktioniert ja auch so. Meine Güte, was ein komischer Dungeon. Da können wir auch durchfallen, das wollen wir aber glaube ich nicht. Kommen wir da hoch? Nee. Okay, wir können hier mal durchfallen. Hier oben können wir hoch. Wir können das Ding auf jeden Fall einmal aktivieren. Oh nein, das wird richtig, richtig das Rätsel hier werden. Danke, dass ich nicht runtergefallen bin. Gut, dass ich so tolle Reflexe habe. Hier oben sind auf jeden Fall Sachen. Hm, okay. Merken wir uns mal, dass da auch so ein Schalter ist. Ist hier ein Geheimraum oder so? Nö. Hier können wir lang, da oben fallen wir nur durch. Dann müssen wir... Oh, das wird ein richtig blödes Rätsel, Leute. Hier fällt man auch überall nur runter. Ja, alles klar. Dankeschön, dass ich den ganzen Weg nochmal laufen darf. Ich hab euch richtig lieb. Aber hier unten war auch nichts. Ich raff nicht, wo ich hin muss, Leute. Okay, das ist wirklich ultra nervig. Guck mal, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte meiner Leben verloren. Einfach nur, weil ich hier hingehen musste. Und man muss vor allem die ganzen Rätsel nochmal machen. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Und da oben ist auch einer. Und überall diese scheiß Fledermäuse. Das ist super assig gemacht. Okay, wir haben zwei Schalter. Wir können mit dem Schalter hier auf jeden Fall das Ding aufmachen. Ach, kannst du da bitte einfach hoch? Danke. So, dann ist hier das erste Ding offen. Und wenn wir dann irgendwie hinbekommen, den Schalter da oben zu aktivieren, während wir aber gleichzeitig hier durchgehen... Weil das kriegt man nicht hin in der Zeit. Ich frag mich halt... Dieser Schalter, der hat doch überhaupt keinen Sinn hier oben. Wir bräuchten eine... Ah, eine Bombe oder sowas kriegt man vielleicht. Eine Bombenfähigkeit. Die dann erst nach einer Zeit aktiviert wird. Hier sind auf jeden Fall diese komischen Dinger, keine Ahnung. Ich drück den einmal, weil wir... Der ist ja standardmäßig nicht aktiviert. Jetzt gehen wir hier einfach mal irgendwo durch. Aha, aha, ja, ja. Hier geht's noch weiter. Ah, okay, dafür bräuchten wir das. Hier ist noch so ein komischer Schalter. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Alles klärchen. Ich laufe hier einfach mal lang und guck, was passiert. Vielen Dank. Die sind super assig hingelegt überall. Meine Güte. Ja, alles klar. Habe ich richtig Bock drauf. Alles klärchen. Super geil hier alles. Ich heile mich. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Ohne Witz. Haben wir noch? Wir haben natürlich keinen Trank mehr. Hier, das ist übrigens die Engelsfeder, von der ich euch erzählt habe. Wenn ihr wenigstens mal einen Speicherpunkt sein könnte. Oh no. Oh Mann, ich schaffe das doch nie mehr dahin.
Mann! Ich glaube, ich sammle hier übelst viele Tode. Ich krieg auch. Ich hätte einfach ein Level aufsteigen müssen, bevor ich hier reingehe. Oh, aber ich krieg das doch niemals hin, mit 5,5 Leben hier durchzukommen. Vor allem nicht, wenn die ganze Zeit. Ganz genau, die Dinger hier ankommen. Und mich die ganze Zeit verletzen. Das geht doch einfach gar nicht. Meine Güte. Okay, ich setze hier mal mein Schutzschild ein, weil mir das ja ganz offensichtlich ein bisschen Rüstung gibt. Ja, okay. Ich kann das nicht überleben, Leute. Da drüben ist noch dieses eklige Viech. Toll, wie soll ich an dir vorbeikommen? Gar nicht, alles klärchen. Kann er sich selber töten oder so? Ich komme nicht an den vorbei. Der wird mich hundertprozentig treffen. Ja, ist okay. Da kommen gleich wieder welche. Und ich bin wieder tot. Ich hab zu wenig Leben für den Kack. Okay, ich muss in eine andere Stadt und mir auf jeden Fall Sachen kaufen. Ich komme da nicht vorbei. Es ist unmöglich, da hinzukommen, ohne Leben zu verlieren. So, ja, hier 400, habe ich doch easy. Ja, den nehme ich auch noch mit. Danke, alte Frau. Und tschüss, alte Frau. Und next try. Ich werde doch erstmal wieder Leben verlieren, weil ich hier rübergehen muss. Guck hier, in diesen Raum kommt man schon zum Beispiel überhaupt nicht weiter. Man kann hier nicht weiterkommen, ohne keine Leben zu verlieren. Ich laufe deswegen jetzt einfach immer durch. Diese blöden Kackdinger, diese Fledermäuse kommen von beiden Seiten. Dann schießen die von oben die ganze Zeit. Jetzt habe ich sogar noch weniger Leben als davor. Meine Güte. Hier kann man zum Glück einfach nur durchlaufen. Also man muss einfach nur sofort durchlaufen und dann ist man hier gleich. Dann immer dieser Kack hier, was auch immer nicht so richtig funktioniert. Das ist alles super nervig, Leute. Da lobt man das Spieldesign von diesem Spiel und dann kommt sowas, ohne Witz. Kann man die irgendwie triggern? Dass die erst kommen. Haha! Mal keine Leben verloren! Ja, was macht ihr jetzt, hä? Okay, den können wir doch super easy töten. Okay, man muss sie halt zweimal treffen, damit sie tot sind. Ich glaube, die Level bringen auch, dass man ein bisschen stärker wird. Ah, okay, man kann den doch ausweichen. Hätte ich das mal früher gewusst, Leute. Shit. Egal, wir haben jetzt unseren Herb auf jeden Fall, also wir überleben das auf jeden Fall. Ach, du Bastard. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch mit dieser komischen Sprungattacke lang gehen. Das ist schon wieder cool. Oh, jetzt kriegen wir endlich diesen Zepter. Und genau jetzt, wo ich mir den Kack gekauft habe, komme ich hier natürlich doch rein, ohne Leben zu verlieren. Also ohne zu sterben zumindest. Das ist doch super dumm. So, Kraft des Feuerrings. Das sind unsere kleinen Kuribus wieder. Okay, wir können Flammen spucken. Halte die Elementtaste gedrückt um ein Feuerportal. Was? Ah, und man kann. Wir haben jetzt Portale. Wir können wahrscheinlich noch eins machen. Genau, wenn wir da durch. Lol. What? Feuerwehr kann Gittertore durchringen? Das ist ja witzig, glaube ich. Kann man, glaube ich, gut verwenden. Bin gespannt, wie ich damit klarkomme. Bin gespannt, ob ich das behalte, auch wenn ich hier jetzt sterbe. Ich hoffe mal schon. Miep, 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 miep. So, ausgewichen. So, komm her, los, komm her. Danke. Tja, heute nicht, mein Lieber, heute nicht. Fuck. Okay, mal gucken, ob wir hier durchkommen. Das war auch knappi. Na, ohne noch ein Leben zu verlieren. Oh, mein Herb würde ich nämlich gerne behalten. Hilfe. Okay, hier kamen zum Glück keine Gegner mehr. So, hier müssen wir das erstmal einsetzen. Mit welcher Taste war das jetzt? Ah, okay, okay, okay. So, und dann? Dann kann ich noch ein zweites machen. Und dann kann ich da durchgehen. Ah, ja, okay, verstanden. Und dann ist das quasi so ein Portal, das einen darüber schubst. Finde ich nett. Bitte tötet mich nicht, danke. Im Notfall habe ich noch mein Herb, aber egal, so. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall hier oben auch vorbei. Diese Fledermäuse nerven wirklich richtig. Die sind fast so schlimm wie die Fledermäuse bei dem Spiel, das Kloxen spielt. Ich hab den Namen vergessen. Kann ich jetzt nicht einfach da drüben? Ah, dadurch geht das nicht. Okay, das heißt, ich muss das hier zwischenpacken. Dann das Ding anhauen. Und dann da einfach durch. Nein! Dein Ernst? Guck mal, das macht doch aber auch alles Sinn, weil hier sind diese Feuerdinger. Die geben ja schon einen kleinen Hinweis darauf, was man machen soll. So, Feuer, da durch. Hui! Und ich bin drüben. Ja, geil! Nice. Aber ich muss sagen, die Fähigkeiten gefallen mir wirklich richtig gut in diesem Spiel. Die sind schön. So, okay, hier sind Spikes. Das merken wir uns mal. Ich werde hier garantiert Leben verlieren. Hallo, ja, mhm. Nee, doch nicht. Haben wir noch hier oben? Ist hier noch irgendwas Schönes? Kann man darüber, ja. Hier sind noch mehr Rätsel. Geil, ich liebe Rätsel. Rätsel sind richtig toll.
So. Der mittlere ist schlecht. Wie soll man das denn machen? Also klar, man kann. Der mittlere ist schlecht, weil da unten sind Stacheln. Kann man vielleicht auf der mittleren Stufe davon stehen? Also, dass man quasi... Ah ja, dass man da immer zwischensteht. Okay, und hier ist aber nur eine Tür. Okay, aber es ist aber gut zu wissen. Dann müssen wir hier auf jeden Fall später noch hin. Ich habe keine Lust auf die. Oh, was kostet weniger? Ein Herb kostet weniger, ne? Ich glaube, ein Herb war günstiger als ein Trag, deswegen... Lass ich mich einmal von den töten. Ja, alles klärchen. Oder ich lasse mich einfach nicht töten. Nein! Ihr blöden Säcke, ey, ohne Witz. Überall kommen diese Kackdinger hin. Hier waren wir schon, aber wir müssen trotzdem, glaube ich, da einmal rüber. Hui! Okay, und jetzt können wir wahrscheinlich hier irgendwas machen, was wir vorher noch nicht machen konnten. Müssen wir darauf achten, ob es hier irgendwo geht. Haben wir da unten jetzt irgendwie hin? Ne, auch nicht, ne? Ah, da ist der Schalter, den wir betätigen müssen, um an diese Kiste hier ranzukommen. Okay, sind hier vielleicht noch irgendwo solche Feuer... Fuck you. Solche Feuersymbole. Was muss ich jetzt alles nochmal machen? Oh Gott, ey. Irgendwo gab es... Oh nö. Gab es noch so ein Gitter, oder? Guck mal, hier ist... Hä? Nein, wir hätten das schon die ganze Zeit machen können. Lol, okay, dann finde ich das gut, dass ich gestorben bin. Sonst wäre ich hier nämlich nicht nochmal hingegangen. So, kommt man jetzt auf irgendeinen guten Weg darüber, ohne Leben zu verlieren? Also ohne Leben zu verlieren schon mal nicht. Aber kommt man da trotzdem irgendwie rüber? Mit der Blubberblase kann man hier rüber, ne? Hui. Dann müssten wir doch jetzt da eigentlich easy rankommen. Feuerattacke! Nice. Ist das denn der richtige Weg, ist die Frage. Also irgendwie... Wenn das wirklich so geplant ist hier, dann Chapeau. Dann ist das ein bisschen zu krass für einige Spieler, glaube ich. Aber für mich natürlich nicht, weil ich bin Profi. So, ne, hier ist noch das Ding. Wir müssen wirklich unten lang. Das ist super lame. Ne, warte, wir können da oben lang, ne? Man kann doch einfach hier sein Feuerding hinsetzen. Oh. Dann da noch ein Feuerding oder kommt man doch auch da hoch. Ja, easy peasy. Oh, wir müssen hier gar nicht so viel komisches Zeug machen. So, da unten waren wir schon. Und hier ist jetzt aber die Kiste. Die war hier, oder? Ja. Dann müsste da ein Schlüssel drin sein. Fick dich, wieso ist da kein Schlüssel drin? Wo kriege ich denn da einen Schlüssel her? Was, wo kann ich jetzt was machen, was ich vorher nicht konnte? Also ich muss auf jeden Fall hier lang. Dafür war, glaube ich, das Feuerding. Dann kann ich hier hoch. Schön, aber was bringt mir das? Kann ich da runter? Aber das bringt mir doch alles nichts. Hä, jetzt bin ich wieder total verwirrt. Ich dachte, das war das, dass da jetzt der Schlüssel drin wäre und dann hätte ich easy peasy weitergehen können. Okay, Leute, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar muss ich hier so ein Feuerding hinsetzen. Dann muss ich da relativ schnell durch, weil das Portal verschwindet ja irgendwann. Scheiße. Dann mache ich hier noch so ein... Nein! Was musste ich jetzt da aktivieren? Ich habe es vergessen, Leute. Okay, es muss... Ich muss jetzt aber sowieso nochmal zurück. Ich muss hier halt dran vorbei. So, also Feuer angreifen. Feuer da durchgehen. Und das Portal ist weg. Oh, super nervig alles. Ohne Witz. Ja, mir egal. So, hier an, aus, Feuer, durchgehen. Dankeschön, meine Fresse. Endlich bin ich hier. Jetzt müsste hier oben offen sein, genau. Und hier konnten wir auch nur hin, weil wir jetzt diese Feuerfähigkeit haben. Hier oben ist ja wohl hoffentlich ein Schlüssel drin. Danke. Wofür ist der jetzt? Weiß man nicht so genau. Aber er ist auf jeden Fall da. So, jetzt können wir zu dieser einen Tür hingehen. Oh, man kam ja auch so rüber. Okay, interessant. Man brauchte gar nicht seine Blubber... Oh, seine Blubberfähigkeit. Dafür ist der Schalter da oben. Jetzt ergibt alles Sinn. Ach, Leute. Das war natürlich mit Absicht, damit ich ja wieder mit vollem Leben bin und trotzdem den Schlüssel habe. Geil. Tod 11. Ich bin wirklich gleich... Ich werde gleich gedowngradet mit meinem Level. Ich bin gleich nur noch Level 7. So, jetzt sind wir wieder hier bei diesen Kackdingern. Kann ich den... Okay. So, los, mach deine komische Rollattacke. Danke. Du bitte auch. Rollattacke, 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 Rollattacke. Danke. Keine Leben verloren, weil ich so ein Profi bin. Und wo war jetzt... Das war hier oben, ne? Ja. Okay, dann sind wir ja gleich endlich mal da. Wieso... Oh, wieso werden die mal doppelt aktiviert hier? Das nervt. So, hier einfach rüber, 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 rüber. Da können wir durch und jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Hier ist wieder nur so ein Blödmann-Gegner, der mich natürlich auch trifft. Warum auch nicht?
Da kommen wir auf jeden Fall durch. Mann, jetzt muss ich hier wirklich so, so hoffen, dass hier ein Mitfloß ist. Alter, ohne Witz. Da, oh, ah, hier sind ja überall. Ach. So, und jetzt muss ich wieder zurück. Ohne allzu viele Leben zu verlieren. Na, GG. So, okay. Noch habe ich ja Leben, Leute. Noch habe ich Leben. Aber man kommt hier wirklich nicht vorbei, ohne Leben zu verlieren. So, das Ding ist jetzt für immer offen. Ich werde hundertprozentig sterben beim Boss. Und der ist garantiert hier unten. Hui, hui. Da geht's wieder hoch. Okay, das ist quasi ein Fahrstuhl. Ach, jetzt sind wir hier. Ja, dann müssen wir auch garantiert hier rein. Hier wird jetzt der Boss sein. Oh Gott, es wird hundertprozentig ein Drache sein. Oder so ein Magma-Ding. Oh, bitte nicht. I don't wanna. Das ist doch alles scheiße. Ja, alles Klärchen. Alles Klärchen. Und sonst... Mini-Drache. Oh, du bist aber süß. Und der große Drache. Den kennt man ja schon. Okay, so, what are we doing? Wir sterben auf jeden Fall. Ich setze einmal den Trank ein. Ich weiß zwar nicht, was er macht. Und ich werde garantiert einmal nochmal in die Stadt gehen müssen, aber... Erstmal, soweit es geht, ja rumprobieren. Okay, also wir müssen... Ups. Nur... Mann, ich habe vor allem hier nur zwei dieser Teile. Super nervig. Okay, also die nerven auf jeden Fall ultra. Ich habe fast... Das ist viel zu schwer, Leute. Wie soll ich denn auch an ihn rankommen? Ah, ich weiß wie. Mit unserer Feuerattacke natürlich. Also immer ausweichen und die Feuerattacke einsetzen. Ja, aber ich werde hier sterben. Weil die Dinger einfach zu stark sind. Aber so wird das zu machen sein. Ja, irgendwie so. Okay. Dann, okay, ich habe auf jeden Fall verstanden, wie der Boss funktionieren soll. Shit, ich bin nicht gesprungen. Wird trotzdem mega lange dauern, den zu machen. Ich brauche auf jeden Fall einen Herb. Dieser Dungeon ist nicht gut für meinen Todeszähler. Finde ich aber auch kacke, dass der Teleporter hier außerhalb des Dungeons ist. Wir hätten ruhig einen Teleporter in den Dungeon reintun können. Weil jedes Mal, wenn ich hier natürlich langlaufe, hier verliere ich ja hundertprozentig Leben. Ich kann ja gar nicht keine Leben verlieren. Also ich nicht. Andere Leute vielleicht schon, aber ich nicht. Das ist ja alles so ultra-assig. Und dann bist du im Dungeon. Guck mal, hier kommst du auch schon nicht vorbei, ohne Leben zu verlieren. Wie sollst du das machen? Ach, vielleicht so, na gut. Jetzt bin ich mit zwei Leben weniger schon beim Boss. Das ist doch dumm. Das ist doch einfach dumm. Aber jetzt komme ich, glaube ich, zum Boss auch ohne weitere Leben zu verlieren, solange ich hier nicht runterfalle. So. Oh Gott. So, und die Dinger brechen hier leider alle weg. Das ist blöd. Also man muss auf jeden Fall auf der linken Seite stehen. So, hi. Ja, ich kill dich. Und dich auch. Ihr seid alle doof. Ich hasse euch. Ihr blöden Drachen. Ihr seid zwar süß, aber doof. So, okay. Concentration. Immer mal diese kleinen Drachen mitnehmen, wenn die nett sind. Oh Gott, sind sie aber gerade nicht. Da sind sie mal nett gewesen. Der wird mich treffen. Jo. Jetzt standen die natürlich im Weg, die kleinen Drachen. Aber so muss man den auf jeden Fall machen. Also immer die kleinen Drachen angreifen, immer hin und her ausweichen. Und ihn mit den Feuerattacken angreifen. Und am besten noch darauf achten, dass man nicht die kleinen Drachen damit trifft. Mit den Feuerbällen. Okay, das ist manchmal super assig hier. Ja, okay, jetzt bin ich hier gerade aus dem Takt raus. Er verdient unfassbar wenig Leben, gell? Das war gut gemacht eben. Muss ich mich mal kurz selber loben. Hab ich ihn wieder nicht getroffen. Come on! Ja, noch... Habe ich mein Herb und so. Ne, da bin ich tot. Ich kann ihn halt auch nicht mit dem Schwert angreifen. Also ich muss tatsächlich die ganze Zeit... Oh Gott.
ihn mit Feuerbällen attackieren. Anders geht's nicht. Pow, pow, pow. Was du kannst, kann ich schon lange. Oh Mann. Ab und zu, das sind ab und zu echt zu viele. Scheiße. Oh, ich glaube nicht, dass ich ihn schaffe. Er hat noch so viele Leben. Das Teil hält ihn zumindest einmal voll. Das ist ja schon mal schön. Man muss so viel gleichzeitig drücken bei diesen Bossen. Also die Bosse sind echt schwer, muss ich sagen. Oh, zweite Phase. Na, ob ich da Bock zu hab? Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Hä? Ja, hallo? Ach so, oh, ich weiß, was ich machen muss. Ja, ich muss mich halt teleporten. Aber kann ich ja nicht. Weil ich zu doof dazu bin. Ja, GG, wie soll man denn die zweite Phase hinbekommen? Ist man irgendwo safe? Man ist auf diesen ganz linken kleinen, ist man safe. Oh, das werde ich nicht hinbekommen, Leute. Die zweite Phase. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie wollen, dass man sich hin und her teleporten soll. Aber das braucht halt auch seine Zeit. Hier, mit diesem... unter Wasser geht's natürlich nicht. Der muss erstmal gemacht werden und dann... Keine Ahnung, alles doof, Leute. Ich finde das alles doof. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso bist du denn jetzt im Wasser? Und ich habe nämlich so ein Tiamat noch bekommen. Das wisst ihr ja auch schon. Von der Madame Prinzessin. Und ich habe mir überlegt, ob dieser Tiamat vielleicht von so einem NPC hier angenommen wird. Weil da ist so eine Muschel und die wollten ein neues Haus haben, weil ihr Haus ihr irgendwie zu hässlich war. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht ein Tiamat haben will. Und wenn sie mir dann dafür ein Herzteil gibt, dann ist das zumindest ein bisschen einfacher hier alles. Und da gehe ich gerade hin. Gut, ich hätte mich auch einfach in dieses Dorf hier teleporten können, aber egal. Und zwar, diese komische Muschel ist hier oben. Hallo, mein Herr Schale ist nicht in Mode, bitte such eine, die meine Schönheit unterstreicht. Okay, der will die nicht. Dann keine Ahnung, was ich mit dem Tiamat machen soll, Leute. Übrigens, falls ihr euch wundert, wo dieses Teleport-Ding ist, das ist hier auf der rechten Seite, glaube ich. Und dann muss man hier einfach hochschwimmen. Da, ganz rechts hochschwimmen. Hier. Und da oben ist dann diese Feder. Nur falls ihr euch wundert, wo das gewesen ist. Dann kann man das Tiamat bestimmt bei ihm hier abgeben, oder? Oh, ich habe eine Symbole des Königshauses. Das Tiara, ja, kannst du haben. Ach, Tiara, heißt das nicht Tiamat? Dachte. So, guck, jetzt fehlt dir nur noch eine Sache. Hier ist deine Belohnung. Ein Mond. Außerdem biete ich dir das hier an. Oh, Manni, danke. Was macht dieser Mond? Mondsymbol. Oh, ich weiß, wo man das Mondsymbol einsetzen kann. Okay, dann statt den Boss zu machen, ich glaube, den mache ich auch in dieser Folge nicht mehr. Statt den Boss zu machen, machen wir jetzt ein paar Nebenquests hier, Leute. Warum nicht? Auf jeden Fall, wir hatten ja schon mal so ein Mondsymbol und zwar bei der Wand. Richtig, bei der Wand. Hier, ja. So, hier, Mondsymbol, nimm. Du legst das Symbol in die Aussparung und es öffnet sich eine Tür und hinter dieser Tür ist... ein Monde. Mit Geld. Money, money, money. Finde ich gut. Und XP, die ich sowieso gleich wieder verliere, weil ich sterbe. Und die Muschel, Leute. Die Muschel. Und jetzt können wir zu der Miesmuschel hin. Ah, okay, cool. Finde ich gut. Dann geben wir die jetzt auch nochmal kurz ab. So, Dorf Atlant. Jo. Dann einmal da hoch. Hallo, ich habe eine neue Muschel für dich. Ja, ja, hier, bitteschön. Danke sehr. Ach, ja, wie hübsch. Mit dieser neuen Schale sehe ich wie eine echte Lady aus. Vielen Dank für dieses Geschenk. Und wir kriegen... Ich werde dir auch das hier geben. XP, cool. Die verliere ich sowieso gleich alle wieder. Okay, jetzt bin ich wirklich drauf und dran, einfach Level 9 zu werden. Und dir hat ein neues Symbol gegeben. Das heißt, wir gehen wieder zur Mauer hin. Setzen den Stern hier ein. Kriegen wieder irgendwas Neues. Gott, ist das doof. Ja, Money, 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 Money. Okay, das kann man hier erst machen, wenn man die Feuerattacke hat. Aber die haben wir ja zum Glück, also von daher alles cool. So, wahrscheinlich... Okay, noch mehr XP. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall Level 9, bevor ich nochmal gegen den Boss kämpfe. Hier kriegen wir... Was war das? Da war auch wieder ein Mond drin oder so. Kristallkugel. Kann man wahrscheinlich dem Seher geben. So, hallo Seher, ich habe eine Kristallkugel. Oh, wie ich sehe, hast du meine Kristallkugel gefunden. Dank dir kann ich erfahren, warum du in meine Visionen aufgetaucht bist und warum die Elemente aufnehmen kannst. Ja, bitteschön, hier, Kristallkugel für dich. Walala. Und was siehst du? Hm, ich
habe gesehen, warum du die Elemente aufnehmen kannst. Tut mir leid, ich weiß, dass ich sagte, ich würde dir meine Vision offenbaren, aber ich kann nicht. Das würde dich bei deiner Aufgabe behindern, aber ich verspreche, am Ende wirst du alles wissen. Vielen Dank fürs Zurückbringen meiner Kristallkugel. Hier, du dies. Dieses Zepter gehört als König Batel. Okay, wir haben Zepter. Was bringt mir dieses Zepter? Ah, ich weiß, was das Zepter bringt. Ja, König Batelelelelel Zepter. Zepter mit SZ geschrieben, by the way. das müssen wir natürlich jetzt wieder bei dem einen Krokodil da abgeben. Wir laufen jetzt ein bisschen hin und her, Leute. Ich hoffe, das ist okay. So, dann kriegt der jetzt ein Zepter. Dann hat er hier auch alles voll. Alle seine königlichen Reliquien hier. Hier, bitteschön, Zepter. Danke. Oh, schönes Zepter, jetzt bin ich ein echter König. Hier ist eine Belohnung. Das letzte Symbol, das habe ich mir schon fast gedacht. Außerdem biete ich dir das ja noch mehr Geld. Money, 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 money. Jetzt sind wir richtig reich, Leute. Okay, der will also gar nichts mehr von uns. Und wir gehen weiter und holen uns auch noch die letzte Aussparung hier. So. Und was gibt's hier Tolles? Dann gibt's aber wirklich nur vier Elemente. Ich hätte ja gedacht, dass hier dann vielleicht noch krassere Sachen kommen. Hier brauchen wir aber einen Elektrostab. Den haben wir noch nicht. Den kriegen wir wahrscheinlich erst nach dem Feuer-Dungeon. Wir kriegen zumindest noch ein bisschen Geld. Ja, und mit ein bisschen meine ich 20.000. Ist hier vielleicht noch ein bisschen XP, damit ich nicht farmen muss? Schade. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das aber mit dieser Folge. Die Drachen werde ich noch mal probieren. Den probiere ich dann in der nächsten Folge. Allerdings werde ich dann jetzt erstmal ein bisschen farmen, dass ich Level 9 werde. Vielleicht auch Level 10. Ich werde ein bisschen grinden. Das ist halt langweilig anzugucken. Dann probiere ich es gegen den Drachen nochmal, weil ich dann hoffe, dass ich ein bisschen stärker bin. Ich hätte gehofft, dass ich vielleicht noch irgendwie... Oh, eine Sache kann ich aber tatsächlich noch machen. Ich hätte gedacht, dass ich zumindest noch ein dieser Lebensdings bekomme. Warte mal, hier gab es noch irgendwo... Irgendwas Cooles. Warte mal. Wir kriegen das hin. Zwar hatte die Madame hier oben nämlich noch so ein Elixier für 20.000. Ich hoffe einfach mal, das ist richtig cool. Ich weiß nicht, was es macht, aber wir haben jetzt ein teures Elixier. Stellt alle Herzen wieder her, mit Angriff-Taste verwenden. Stellt alle Herzen wieder her. Puh, okay, das ist aber ein sehr teurer Trank. Diese 500er-Tränke machen genau dasselbe. Die stellen auch alle meine Herzen wieder her. Oh, schön. Ich habe 250 Gold ausgegeben für gar nichts. Nee, gut, dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Ich werde dann beim nächsten Mal den Drachen nochmal probieren. Der wird schwer, Leute. Vor allem die zweite Phase halt. Ich glaube, ich hatte keine weiteren Nebenquests mehr, oder? Konnte ich... Gab es hier vielleicht noch irgendwo ein... Nee, hier ist Eis. Da kommen wir auch durch. Wir kommen jetzt auch durch Eis durch und so ein Kack. Okay, also hier wäre noch ein anderes Gebiet. Dann glaube ich, mache ich erstmal dieses Eisgebiet, bevor ich den Drachen mache. Stimmt, wir brauchen halt nur diese Fähigkeit. Ich glaube, vom Boss kriegen wir sowieso nichts. Gut, dann gehen wir nächstes Mal in die Eiswelt. Vielleicht ist die einfacher als die Feuerwelt. Dann probieren wir ganz am Ende vielleicht nochmal den Drachen. Aber das war's dann mit dieser Folge. Die ist auch wieder viel zu lang geworden. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst wieder ein Like da an die wenigen, die es gucken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.